Okay, ich gehe jetzt. Es ist zwar echt cool, dass das, dass die VGA-Version so viel Nebenstory mit einbaut und so viel Plot und Lore. Das ist schon klasse, aber mir wird das gerade echt einfach zu viel. Ich möchte auch ein bisschen Gameplay haben und das ist eigentlich 90% nur noch Blabla jetzt. Und das wird mir jetzt zu doof. Kann man sich ja auch gerne mal selber anschauen, wenn ihr das möchtet. Aber ja, für dieses Let's Play würde ich jetzt sagen, an dieser Stelle, es reicht. Und ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen mehr Spiel und ein bisschen weniger Hintergrundstory. So, kann ich die enchanten? The Ghosts. Dann möchte ich bitte den Cube essen. After swallowing the magic, as you step further, you s- the ethereal spirits drink. Wozu ist dieser blöde Cube eigentlich? Der macht angeblich unverwundbar, aber bei jeder Gelegenheit verrecke ich. Das ist ziemlich dämlich. Don't you know that ghosts are already dead? Ja, ich weiß doch nicht, was ich tun soll. Du hast mir doch gerade den Vorhang geklaut. The ghosts. Was sind die denn interessiert? Ich hab nichts für die. Das ist. Oder kann ich mit denen reden? When you speak to the ghosts. Sure. Kitty, 1500 to 1510. Sudden did the illness come upon sweet Kitty, no longer young. There is nothing more that can be done. Her lives are up. She's had her fun. Okay, liegt die tote Katze? Susanna Somnia, 1195 to 1265. He had put her to bed after she'd had supper, but forgot next morning to stir and wake up her. Uh-huh. You have no reason to dig a hole there. Na, ich habe überhaupt gar keinen Grund you irgendwo. Suddenly find your the ethereal. You top with the spirits and find. Ich verstehe mal wieder nicht, was das soll. Das ist dieses künstliche Rätselspiel. Warum? Warum macht man das? Warum macht man mir das Leben so schwer? Warum nimmt man mir den Umhang? Warum setzt man die Geister dahin? Das ist vollkommen überflüssig gewesen jetzt. Jetzt sind die auch noch weg. Ja, scheiße. Wie soll ich denn jetzt mit irgendjemandem reden? Ich hab den dummen Umhang nicht. Ich brauch diesen verdammten Umhang jetzt. Okay. Tja. Hallo? Liegst du jetzt drin? You peer into the ornate. Nö. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht einfach umbringen. Ja? Danke. Dann gehe ich jetzt wieder hoch. Dann gibt es ja eigentlich nur noch die Bibliothek jetzt. Weil der Turm, na gut, der Turm ging jetzt auch noch, da kann ich nochmal hin. Seltsam, seltsam, seltsam. So. You see a young woman sitting on the dusty floor. She has a book in her lap, entitled Little Red Riding Hood. Oh. I wish I could read this story. All the pretty words. Whatever do they say? The pictures look interesting, but what is this book about? I wish I could read this story. Das ist doch Possum. All the pretty words. Und sie liest ein Buch über sich selbst, quasi. The book tells the story of a young girl who met a wolf in the forest. The young woman's head snaps up. Her black eyes drill into your own. You gasp as you realize you are looking at yet another vampire.
Just how many has the count made tonight? The young woman's lips transform from hungry to, fortunately, pleasant recognition. So you are the guest of my grandfather's house. I was hoping I would meet you again. The woman is startlingly beautiful, but in an eerie, unnatural way. You find yourself unable to speak for a moment. She does look somewhat familiar, but from where? Oh, my handsome gentleman does not recognize me? Should I? You remember the basket, the soup? With a start, you recognize the young woman. She's grown and matured considerably since you last saw her. The little girl, Possum, has been transformed completely into this. She has traded her small ruby cloak for a dazzling satin robe of the same color. Are you unhappy with my appearance? No, it's just that you have me at a disadvantage. I do not know your real name. Anastasia. A beautiful name. Yes, 'twas one of the few things my parents left me before they died. They're probably buried somewhere on this island, as a matter of fact. What do you seek here? You explain your so far unsuccessful attempt to locate the tiara. The young woman looks thoughtful for a moment, then suddenly snaps her fingers. A discarded pile of books shift aside from the floor, and a single black book is revealed underneath. She appraises the black book with indignant incomprehension, then holds it out towards you. You take the book from Anastasia's hand. I do not suppose that has anything to do with it, but it must be about something important. Warum? You open the book and are surprised to discover not pages, but a hollowed out section in which sits a silver key. The key's handle resembles the shape of a sleeping child. There also appears to be something written on the back cover of the book. Okay. Schlafendes Kind? In the hollow, you can see that the inside back cover has been written on. Some words have been scrawled onto the... Yeah, yeah. If treasure you seek dear to my heart, tales of fiction is where you must start. Okay. Find first the beauty with stepsisters too. Es geht um Märchenbücher. Cinderella. Die schöne, die, ja doch, ja, Cinderella. Then visit the huts that the big bad wolf blew. Rotkäppchen. The girl with no flock will usher your way. Ich hab keine Ahnung. And the little old man who spins gold out of hay. Oh Gott, das kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich hab schon mal gesagt, ich bin mies in Märchen. Those two star-crossed lovers shall be your last guide. What? They had you... to riches that pirates did hide. What you earnestly seek shall now truly be yours. Though get it part wrong and you'll be greeted by a moss. What? Moment, also hier hört's bei mir auf. Cinderella, dann Little Red Riding Hood. Dann the girl with no flock will usher your way. Keine Ahnung. The little old man who spins gold out of hay, okay. Those two star-crossed lovers shall be your last guide. Two star-crossed lovers? Keine Ahnung. They lead you to riches that pirates did hide. What you earnestly... The writing scrawled on the back cover reads... Yeah, okay. This would appear to be the... Classic fiction, da müsste ich ja dann hin, ne? Or King Cole, Cinderella. Cinderella. Oh Gott im Himmel. Okay, Cinderella, dann hatten wir Little Red Riding Hood, ne? Twinkle, twinkle, little star. Three blind mice. Rumpelstilzchen. Nee, Quatsch.
Oh Jesus. Das... Was? Das ist too much hier. Das ist too much. Das könnte jetzt eine Weile dauern, das hier. Ey, das können wir doch nicht machen, das hier. Das dauert ja Jahre, bis ich hier fertig bin. Rapunzel. Nee, das war das mit dem Haar runterlassen, ne? Oh Gott. Ausgerechnet ein Rätsel über Märchen. Ich bin so scheiße in Märchen. Romeo und Julia. Romeo und Julia vielleicht für die Two Star-Cross. Bla bla bla. Wäre möglich, ne? Goldilocks? Goldilocks? Nee. Quatsch. Peter Piper. Das war doch irgendwas jetzt mit Wegblasen, oder? Waren das nicht die drei kleinen Schweinchen? Ja, hier steht doch ständig irgendwas mit drei, deswegen komme ich gerade drauf. Waren das nicht die Three Little Pigs? The Three Little Pigs. Okay, scheiße. Was war es denn jetzt? Kann ich das nochmal lesen? In the Okay, das habe ich. Das habe ich. The girl with no flock will usher your way. To the little old man who spins gold of hay. Those two stars, star-crossed lovers shall be your last guide. Das ist garantiert. Das ist Romeo und Julia. Aber die beiden. The girl with no flock will usher your way to the little old man who spins gold of hay. Die sagen mir gar nichts. Die sagen mir absolut überhaupt nichts. Ja, ich mach's nicht gerne, aber ich muss in die Lösung gucken, weil ich... Das sagt mir nichts. Ich kenne nicht viele Märchen und die beiden Beschreibungen sagen mir überhaupt nichts. Plus das Problem ist, ich weiß nicht, wie die Bücher in Englisch heißen. Das hier ist lächerlich. Okay, Moment, ich gucke. Okay, die ersten beiden habe ich richtig, Cinderella und The Three Little Pigs. Dann, okay, das letzte habe ich auch richtig, Romeo und Julia. Dann kommt hier Little Bo Peep und Rumpelstilzchen. What? Was zum Teufel ist denn Little Bo Peep? Habe ich ja noch nie, ich weiß nicht mal, was das auf Deutsch sein soll. Oh Gott. Also das, nee, das ist ein widerliches Rätsel, das hier. Besonders für mich, aber... What? Little Polly? Nein. Also das ist mit Abstand das blödste Rätsel im Spiel. Weil das ist jetzt, also... Wie man darauf kommt, es gibt... Also, ich weiß nicht, nee. Nee. Rapunzel ist da oben, alles klar, sollten wir uns merken. Und da war ja irgendwo Romeo und Julia, das heißt... Macbeth, ja genau.
Was? Little Peasant. Whitesnake. Eigentlich brauche ich nur das eine Buch jetzt noch zu wissen. Little Bo Peep, da. Rumpelstilzchen, das war hier oben, ne? Ne, Rapunzel war das. Rumpelstilzchen war aber auch hier, da. Und, Romeo und Julia. Da. Und da scheint er. Okay, das ist, es tut mir leid, dass ich das mit... Aber wie soll ich das ohne Rätsel machen? You've located the correct book. You pluck it from the shelf and read its title. Treasure Island. What is this? There seems to be a lock binding the cover shut. The keyhole requires a small, thin key.